Hallo alle zusammen! Wir müssen ganz dringend reden, denn wie wir ja alle wissen, gibt es in letzter Zeit schon sehr, sehr viele Remakes und sehr, sehr viele Live-Action-Adaptionen. Und man muss ja schon sagen, dass einige davon sehr enttäuscht haben. So wie zum Beispiel die vor einigen Jahren erschienene Adaption von der Winx Club-Serie, welche ja den Namen Fate the Winx Saga trug, die ja auch eher, naja, war. Auch jedermanns Lieblingsfilm Dragon Ball Evolution dürfte vielen von euch noch ein Begriff sein. Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Aber dann kam letzte Woche die große Rettung, wo man ganz eindeutig gesehen hat, dass es auch anders geht, nämlich. Befreit euch selbst! Stecht in See! Mein Schatz liegt irgendwo da draußen! Und ich meine, was bitte war das für eine geniale Serie, die wirklich von der ersten Sekunde an gefesselt hat, sogar dann, wenn man eigentlich die Vorlage kennt. Und genau diese Serie ist es, über welche ich mit euch ein bisschen sprechen möchte. Denn ganz ehrlich, wenn man sie einmal angefangen hat, lässt sie einen nicht mehr los. Ich möchte in diesem Review ein bisschen auf die Szenen eingehen, die wirklich in Erinnerung geblieben sind und die auch emotional etwas ausgelöst haben. Natürlich auch auf die Feinde der Strohhutpiraten und auf zwei, drei kleine negative Kritikpunkte, die man aber wirklich schon extrem, extrem suchen muss. Bei mir persönlich war es so, dass ich schon von der ersten Sekunde an gefesselt war, weil man ja wirklich viel mehr von Gold Rogers Hinrichtung gesehen hat, als es ja im Anime oder sogar im Manga der Fall war. Es hat einfach mal komplett gefesselt, wie er den Weg zum Galgen beschreiten musste, wie er trotz allem immer noch hinter seinen Träumen stand und hinter seinem Schatz und hinter dem, was er nun mal ist. Er hat niemanden von der Marine wirklich ernst genommen und am Ende einfach über alle gelacht. Und ging es euch auch so, als er seinen bekannten Satz gesagt hat, dass ihr ganz einfach darüber schmunzeln musstet? Ich finde schon, dass man ein bisschen darauf gewartet hat und als es dann soweit war, man konnte einfach nur ein Grinsen auf den Lippen haben. Aber auch die Szene danach war ganz gut gelungen. Dort hatte man ja Ruffy erstmals kennengelernt. Und ich muss sagen, der Schauspieler hat wirklich 1A gepasst. Man hat einfach gemerkt, dass er die Rolle des Ruffy wirklich, wirklich lebt. Und das alleine schon, weil er ja mit dieser Möwe an Bord gesprochen hat. Das mit dem Boot hat ja nicht ganz so gut geklappt. Und dazu dann noch sein Spruch und das alles an seinem allerersten Tag. Da hätte man wirklich schon meinen können, jemand fängt in seinen Job ganz neu an und macht dabei eine Panne nach der anderen. Naja, wenn man es so nimmt, hat das ja auch ganz gut auf Ruffy gepasst. Denn immerhin hatte er ja an diesem Tag auch seine Reise als Pirat begonnen. Und ich fand es einfach nur cool, dass man das in der Serie auch nochmal gezeigt hat. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hatte der Anime ja da begonnen, wo Ruffy sich ja schon in dem Fass befunden hatte. Und es wurde ja nur im Manga aufgeklärt, wie er eigentlich da reinkam. Aber natürlich waren es auch nicht nur diese beiden Szenen. Ich muss ja ehrlich gestehen, auch wenn es leider nur 8 Folgen gab, dass mich wirklich jeder emotional abgeholt hat und dass es auch nicht selten kam, dass mir das ein oder andere Tränchen gekommen ist. Als man gesehen hatte, wie Ruffy denn nun eigentlich zu seiner Narbe unter dem Auge gekommen ist, war es noch nicht ganz so weit. Auch wenn es schon sehr, sehr, sehr erschreckend war, weil er die Narbe ja nicht nur sich selbst zugefügt hat. Er wollte Shanks damit ja wirklich beweisen, dass er schon bereit ist, das Leben eines Piraten zu führen. Auch wenn er als Anker ja eher eine Behinderung für die Gruppe wäre. Aber schon einige Szenen später, als es dann zwischen den Abschied zwischen Shanks und Ruffy kam, ja, da war es das erste Mal soweit. Auch wenn ich sagen muss, dass die Szene im Anime mich doch noch mehr berührt hat. Es sind definitiv Emotionen rübergekommen, die dafür gesorgt haben, dass mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Es war einfach so rührend für mich, wie sich Shanks um Ruffy gekümmert hat. Und ich glaube auch, dass es in gewisser Weise auch der Nostalgiefaktor war, welcher dafür gesorgt hat, dass die Szene eben doch so gut rübergekommen war, wie sie es geschafft hat.
aber auch der Tod von Lissops Mutter, auch wenn ich sagen muss, dass Lissop direkt nie so sehr zu meinen Favoriten gehört hat. Weil im Vorfeld hat man wirklich gesehen, dass er ja das Dorf immer wieder in Angst und Schrecken versetzt hat, weil er ja behauptete, dass die Piraten kämen. Aber im Grunde hat er ja wirklich einfach nur darauf gehofft, dass sein Vater wiederkommen würde, welcher als Pirat durch die Meere segelt. Und da hat man ja schon gesehen, wie stark er sich danach sehnt, dass sein Vater eigentlich wieder zurückkommt. Und eine Szene später muss er dann doch dabei zusehen, wie seine Mutter stirbt. Und seien wir doch mal ehrlich, wem hätte das nicht geprägt? Auch hat es mich sehr überrascht, dass die Verbindung zwischen Raffi und Garp so früh herauskam. Aber diesbezüglich habe ich auch einen sehr interessanten Artikel gelesen. Man muss ja bei dieser Live-Action-Adaption auch den Fakt bedenken, dass der Mangaka Eiichiro Oda wirklich selbst mit an der Produktion beteiligt war und dass es dann doch demnach einen Grund für die Änderung gegeben haben musste. In der Vorlage erfährt man ja relativ spät erst, dass Garp der Opa von Raffi ist, aber in der Adaption kam es ja wirklich sehr, sehr früh raus. Und das hat einfach den Grund, dass Oda wusste, wie leicht es für diejenigen wäre, gespoilert zu werden, die jetzt nur die Live-Action-Adaption kennen. Sie müssten sich ja nur mit einem Fan unterhalten, dem die Vorlage nicht unbekannt ist, und schon wäre dieses große Geheimnis gelüftet. Aber ich muss auch sagen, nachdem diese Verbindung rauskam, irgendwie hat es mir ganz gut gefallen, dass Raffi so extrem verschlossen war, weil ich finde, dass das einfach nochmal einen guten Kontrast zu Raffis ganzen Wesen herstellt. Er ist ja wirklich immer sehr darum bemüht, dass seine Freunde ihre Träume leben können, wobei er ja auch manchmal über das hier hinausschießt, aber er selbst redet nicht mal ansatzweise über seine Familie oder über sich selbst, weil es einerseits nicht so ganz zu ihm passen würde, aber so sieht man auch einfach nochmal, dass ihm das Wohlergehen seiner Freunde viel, viel wichtiger ist als sein eigenes. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich bei der ganzen Sache gefragt habe, wie dieser Faktor für diejenigen rüberkam, die wirklich vorher nichts mit One Piece anfangen konnten. Da ist ja doch schon ein sehr, sehr starker Kontrast ist, weil Garp ja nun mal so ein hohes Tier in der Marine ist und sein eigener Enkel möchte der neue König der Piraten werden. Dass das für den einen oder anderen Familienkonflikt sorgte, hat man ja auch in der Serie gesehen. Und dass man diesen Fakt dann auch benutzt hat, um mehr von der Marine zu zeigen, im Anime war es da ja auch ganz anders der Fall und ich fand es da echt toll, dass man die Marine da auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat und dass man da auch Corbys Zwiespalt nochmal besser nachvollziehen konnte. Einerseits war er Raffi ja wirklich dafür dankbar, dass er es ihm ermöglicht hatte, seinem Traum nachleben zu können, aber auf der anderen Seite würde er so ja eigentlich immer in Raffis Schuld stehen, auch wenn er ja vor Garp klarstellen musste, dass er einem Piraten nicht schuldig sei. Und dennoch finde ich, dass man diesen Konflikt immer mal wieder aufblitzen sieht. So war Corby ja auch sehr in Sorge, als Garp Mihawk auf Raffi angesetzt hat. Aber dazu wollte ich später noch ein paar Worte sagen. Denn wir sind ja immer noch bei den sehr emotionalen Szenen. So fand ich es auch zum Schmunzeln, als die Strohhutpiraten in Kayas Anwesen waren, dass Nami ja eigentlich mit Leib und Seele ausplündern wollte. Aber nach einem Gespräch mit Kaya hatte sie ja beschlossen, einfach alles wieder an Ort und Stelle zu räumen. Was meiner Meinung nach ja doch nochmal gut gezeigt hat, dass Nami mehr als nur eine diebische Elster ist. Aber ich denke, dass man auch noch einmal einen Blick auf Sanjis Vergangenheit werfen sollte, da man hier ja auch einen Fakt eingebaut hat, der im Anime etwas unterging, was aber auch teilweise verständlich war, da dieser Fakt vielleicht ein wenig zu heftig gewesen wäre, also zumindest für das jüngere Publikum. Denn anders als wie im Anime, hat man ja wirklich gesehen, wie Rotfuß Jeff sein eigenes Bein geopfert hat, um zu überleben. Und man muss eben auch bedenken, dass Rotfuß Jeff ja eigentlich noch ein gefürchteter Pirat war und er hat seinen eigenen Traum aufgegeben, damit Sanji eine Chance zum Überleben hatte. Aber
aber Sanji wollte dann ja nicht mehr von Jeffs Seite weichen, weil er eben das Gefühl hatte, ihm etwas schuldig zu sein. Aber nach einem in Anführungszeichen Streitgespräch hat Sanji dann noch seine Sachen gepackt, um Ruffys Tod zu folgen. Und ich muss sagen, an dieser Stelle hätte ich tatsächlich eine erste kleine Kritik, die vielleicht aber auch nur ein Eigenbefinden ist, denn für mich persönlich ist dieses Streitgespräch im Anime dann doch um einiges emotionaler rübergekommen. Omti hat das für mich einfach zu gezwungen gewirkt und es hat einfach das gewisse Etwas gefehlt. Vielleicht könnte es auch daran gelegen haben, dass zu diesem Zeitpunkt keine Musik im Hintergrund lief, denn wie wir ja alle wissen, kann Musik wirklich sehr, sehr viel ausmachen. Vor allem, wenn es so eine mega geniale Musik ist, wie es in der Live-Action-Adaption der Fall war. Auch wenn sich die Musik natürlich sehr, sehr, sehr stark vom Original unterscheidet. Ich finde einfach, sie hat einen wirklich in jedem Moment abgeholt. Mir ist leider in dieser Szene, wo sie komplett gefehlt hat. Und ich finde, zu diesen Momenten, wo die Musik die Szenen einfach nochmal perfekt untermalt, gehört auch Namis Geschichte, wo ich sagen muss, dass sie unter anderem doch relativ knapp erzählt wird. Im Anime gab es ja doch die ein oder andere Folge mehr, aber ich muss auch sagen, es hat der Wirkung überhaupt nichts weggenommen, dass es nur so relativ wenige Folgen über sie gab. Denn ich finde dafür, was man gesehen hat, war einfach umso erschreckender. Auch wenn man es von Anime kennt, Belmers Opfer hat einfach mal ein extrem beklemmendes Gefühl meiner Meinung nach ausgelöst. Man hat einfach gesehen, wie sehr sie ihre Mädchen liebt und dass sie sie für nichts auf der Welt leugnen würde, auch wenn es dafür heißt, ihr eigenes Leben zu geben. Ja, und dann kurz danach, meine Fee und dankbar und krass war das denn bitte? Along nimmt Nami in seine Bande auf, damit sie ihr Dorf freikaufen kann. Sie hat sich ihm wirklich schon versprochen, auch dass sie ihre Fähigkeiten für ihn einsetzt. Aber als Dank wurde sie einfach mal bis zu ihrem 12. Lebensjahr angekettet. Und sie hat die Ketten ja nur als großzügiges Geburtstagsgeschenk abbekommen. Natürlich könnte man hier meinen, dass es im Anime noch ein paar wirklich, wirklich erschreckendere Bilder gab. Aber ich finde, das brauchte die Adaption einfach nicht. Man hat einfach auch an Arlongs Worten später gemerkt, dass er Nami wirklich eigentlich einfach nur als ein Gegenstand betrachtet hat, den er wirklich behandeln konnte, wie er wollte. Aber auch zu Arlong will ich erst später noch ein paar Worte sagen. Denn wo ich eben von der emotionalen Musik gesprochen habe, als Namis Schatz ja dann von der Marine beschlagnahmt wurde, ich habe ja eher ein Talent dafür, dass mir die Tränen in die Augen schießen bei solchen emotionalen Momenten. Und vor allem dann, wenn es auch noch die perfekte Musik dazu ist. Und was soll ich sagen? Beide Fakten haben auf diese Szene zugetroffen, so dass ich die ganze Zeit über einen wirklich starken Kloß im Hals hatte, auch wenn mir die Szene aus dem Anime natürlich bekannt war. Demnach war ich auch sehr gespannt, ob die eine Szene umgesetzt werden würde, in der Nami sich ja so verbissen in den Armen schlicht, weil sie Arlongs Zeichen ganz einfach loswerden wollte. Und da wiederum muss ich sagen, dass ich ein wenig enttäuscht war, da sie ja doch sehr, sehr stark heruntergebrochen wurde. Im Anime hat ja wirklich Namis kompletter Arm geblutet, aber in der Live-Action-Adaption gab es ja da wirklich nur 3 Einstiche, von denen der erste ja nicht mal richtig geblutet hat. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, wobei ich ja eigentlich nicht so wirklich auf Blut stehe. Aber auf der anderen Seite, man kann es ja auch wirklich nachvollziehen, denn man wollte ja vermutlich auch das jüngere Publikum mit anziehen und da wäre so eine Szene bestimmt auch um einiges erschreckender geworden. Bevor ich dann aber noch 2-3 kleine Kritikpunkte erwähne, muss ich mit euch einfach nochmal über die perfekt gelungenen Feinde reden, bei denen man wirklich gemerkt hat, dass man sehr, sehr viel Liebe in das Böse gesteckt hat. Am Anfang hatten wir da ja Alvida, die mal wirklich sehr, sehr blutig und brutal überzeugt hat. Auch Morden fand ich tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Auch wenn ich sagen muss, bis zur Live-Action-Serie war Arlong meine absolute Nummer 1 unter den ersten Bösewichten, bis es dann zu dieser Szene kam. Das ist meine Karte.
Arlong, du kannst einpacken, denn ich habe eine neue Nummer 1. Bei Buggy muss ich ja gestehen, dass ich ihn im Anime wirklich einfach nur so hingenommen habe, wie er ist. Aber bei ihm habe ich schon in den ganzen Trailern bemerkt, irgendwie sieht Buggy wirklich interessant und richtig, richtig cool aus. Und als es dann soweit war, als man seinen allerersten Auftritt gesehen hat, ich sag euch, ich war mega geflasht. Und Buggy hat sich für eine für mich persönliche Nebenfigur zu meinen absoluten Lieblingsschurken entwickelt. Er hat mich einfach sofort überzeugt, was aber auch an der herausragenden Leistung von dem Schauspieler liegt. Man hat einfach gemerkt, wie sehr er die Rolle des Buggy liebt und wie sehr er sie auch in gewisser Weise selbst lebt und verkörpert. Und ich glaube, das hat ganz einfach nochmal das i-Tüpfelchen bei allem mit draufgesetzt. Wie gesagt, er hat mich wirklich sofort von der ersten Sekunde an überzeugt und bis zum Ende ist er auch mein Lieblingsfeind geblieben. Aber ich glaube auch, dass es einfach Buggys komplett eigene Art ist, die mich so fasziniert. Und ich finde eben schon, dass Buggy ein Gegner ist, wo man sagen kann, es kommt wirklich nicht auf das Äußere an. Ein Gegner kann auch, wenn er noch so witzig aussieht, sehr, sehr, sehr gefährlich und auch grausam werden, was man ja vor allem in der zweiten Folge sehr extrem stark gesehen hat. Ihm war ja wirklich jedes Mittel recht, damit er wieder an der Karte von der Grand Line kommen konnte. Da hatten wir ja Ruffys Volker, die glücklicherweise ja irgendwie daneben ging. Er hat seine Freunde entführt, die ja auch noch drankommen sollten. Von den Jungen, den er als Schutzschild benutzen wollte, ja mal ganz abzusehen. Und wie er dann Ruffy noch in dem Wassertank voller Salzwasser ertränken wollte. Ich glaube, man hat wirklich sehr gut gemerkt, dass man Buggy in Sachen Grausamkeiten wirklich nicht unterschätzen darf. Vor allem, da man ja auch bedenken muss, er weiß ja als Teufelskraftnutzer, dass Wasser ja wirklich die größte allergrößte Schwachstelle ist, aber ihm war es ja vollkommen egal, wenn Ruffy daran gestorben wäre. Und um allem noch eins draufzusetzen, sollten die Gefangenen ja daraufhin lachen. Also, Makabara ging's ja wohl echt nicht mehr, zumal sie ja auch wirklich zu den Lachern gezwungen wurden. Beauregard dagegen fand ich tatsächlich etwas schwächer. Wobei er natürlich als Bösewicht rüberkam, wie man ihn gewohnt war. Vor allem, wie er dazu als Psychopath einfach durch das Anwesen gelaufen ist und einfach mal, wo es nur ging, seine Spuren hinterlassen hat. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass Beauregard so ein schlechter Schurke war. Aber ich glaube, mit Buggy hat man einfach nur eine 1A-Vorlage erschaffen, die man nur ich nicht so gut übertrumpfen konnte. Auch wenn Mihawk Falkenauge schon ganz, ganz sehr nah rangekommen ist, weil ich ja auch weiß, dass er eigentlich nicht wirklich ein Feind der Strohhüte ist, aber ich würde ihn trotzdem einfach mal zu der Kategorie gerade zählen, weil er den Strohhüten ja das erste Mal begegnet war, als er ja von Garp den Auftrag bekommen hatte, Ruffy für ihn gefangen zu nehmen. Und ganz ehrlich, ich glaube, man hätte Mihawk Falkenauge wirklich nicht besser vorstellen können. Man hat von der ersten Sekunde an gemerkt, dass er wirklich ein Gegner ist, den man nicht unterschätzen wollte. Aber auch der Schwertkampf gegen Zoro. Ich hatte so eine Gänsehaut, als er ihn besiegt hat. Ich meine, die ganzen Effekte dabei, man hat es ganz einfach wirklich abgenommen. Die waren so genial. Und ich muss ja auch sagen, dass ich von Anfang an so meine Sorgen hatte, ob man die ganzen Teufelskräfte wirklich so gut umsetzen konnte. Denn ich habe damals Twilight gesehen. Weil von den glitzernden Vampiren abzusehen, fand die ganzen Effekte dort einfach so furchtbar umgesetzt, dass ich seitdem öfter meine Bedenken hatte, ob man solche Special Effects wirklich gut umsetzen konnte. Aber One Piece hat mich desensibilisiert. Es funktioniert wirklich 1A, wenn man will. Und nach Buggy und nach Falkenauge könnte man ja meinen, dass es eigentlich unmöglich wäre, dem allen nochmal eine Schippe draufzusetzen. Was den Machern einerseits mit Arlong auch nicht wirklich gelungen ist. Auch wenn er auf der anderen Seite zusammen mit seinen Fischmenschen schon richtig, richtig, richtig cool designt wurde. Aber ich fand einfach, dass die ganzen Kämpfe rund um Arlong, der ja wirklich auch schon lange aufgebaut wurde, viel zu schnell vorbei waren. Und ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, ich mochte Arlong ja auch in der Vorlage schon extrem gerne. Man hat ja auch erfahren, dass die Fischmenschen wirklich sehr, sehr lange von den Menschen sehr, sehr schlecht behandelt wurden und das trotz, dass es entsprechende Gesetze gab. Und irgendwann hatte Arlong dann einfach mal die Schnauze voll. Er wollte einfach nur Gerechtigkeit für
die Fischmenschen, was er aber auf eine komplett falsche Art und Weise umgesetzt hat. Denn man sollte nie nach dem Motto gehen, wenn ihr uns so schlecht behandelt, dann behandle ich euch eben auch so schlecht. Und diese Einstellung hat man meiner Meinung nach bei Arlong ja doch sehr, sehr stark gemerkt. Dennoch wird er für mich bei den Schurken immer sehr weit oben stehen. Auch wenn ich finde, dass man eine Weile gebraucht hat, um sich an seine neue Stimme zu gewöhnen. Und dass es manchmal auch ein bisschen schwer war, ihr zu folgen. Auch wenn man natürlich nach der ganzen langen Zeit bedenken muss, dass man nicht alle Synchronsprecher am Stück zurückholen kann. So hat es mich ja auch ein bisschen bei Corby erst gestört, dass er ja doch eine recht überraschend und etwas reifere Stimme hatte als die im Anime. Aber ich finde, bei ihm hat man sich doch sehr gut und sehr schnell daran gewöhnt. Und ich muss es auch sagen, ich habe Corby irgendwie ins Herz geschlossen. Ach, und nach diesen ganzen emotionalen und bösartigen Themen wird es doch mal höchste Zeit für... Ach, meine Lieben, ich finde die Teleschnecken immer noch herrlich gut umgesetzt. Ich weiß, hier und da hatte man Bedenken, dass die Teleschnecken wirklich zu gruselig wirken, aber ich fand sie von der ersten Sekunde an genial. Auf jeden Fall wirken sie realitätsnah, was man ja auch mit der Serie ein bisschen zeigen wollte, soweit ich weiß. Und ich meine, egal ob es sich um so eine Babyschnecke, wie Nami sie benutzt hat, handelte, oder eine schon etwas in die Jahre gekommene. Ja, sie wirken definitiv realitätsnah, aber mit der ganzen Liebe zu den ganzen kleinen Details muss man schon sagen, dass sie wirklich überzeugen. Und ich freue mich auch später darauf, noch mehr von ihnen zu sehen. Und um auch nochmal von den Teleschnecken wegzukommen, was ich ja auch mega genial und sehr, sehr, sehr detailreich fand, war einfach mal, dass jedes Titelbild für jede Folge ein komplett anderes Bild hatte. Ich fand das einfach so einfallsreich, weil es ja auch wirklich das wiedergespiegelt hat, wofür die Folge immer stand. Und natürlich, wie die Kopfgelder eingeflogen sind. Das war für mich auch immer wieder ein kleines Highlight. Und ich finde einfach, bei der Serie merkt man wirklich, dass es eine von Fans für Fans ist. Denn wie ich auch gehört habe, mussten die Schauspieler sich wirklich sehr, sehr, sehr hart beweisen, dass auch vor dem Mangaka selbst, und wenn er bemerkt hat, dass die Schauspieler keine richtigen One Piece Fans waren, dann hatten sie wirklich keine Chance. Weil das bemerkt man ja durchaus an den Schauspielern von Buggy und von Ruffy. Die beiden gehen ja wirklich in ihrer Rolle komplett auf. Auch wenn ich finde, dass auch die anderen sich überhaupt nicht verstecken müssen. Was mich dann aber auch zu meinen zwei, drei kleinen Kritikpunkten führt. Na gut, wenn man die Sache genau betrachtet, ist ja eigentlich nur einer, denn ich glaube, zwei davon kommen wirklich nur von meinem eigenen Geschmack heraus, aber mit denen würde ich dann auch anfangen. Im Grunde fand ich wirklich, dass alle Schauspieler perfekt auf die Charaktere gepasst haben, nur bei Zorro hatte ich bis zuletzt meinen Zweifel und wenn ich ehrlich bin, habe ich sie auch immer noch, denn natürlich spielt er seine Rolle makellos, da kann man nichts anderes daran sagen, aber ich finde, dass der Schauspieler für einen Zorro einfach zu unzorrohaft wirkt. Es fehlt einfach so das gewisse Etwas an seinem Blick. Geht es euch da genauso oder findet ihr den Schauspieler einfach nur passend? Und mein nächster Kritikpunkt beschäftigt sich tatsächlich mit Nami, denn ich finde, dass sie am Anfang vielleicht noch ein bisschen zu rote Haare hatte, da sie ja eher dafür bekannt ist, dass sie orangene hat, aber da fand ich dann auch, dass es im Laufe der Zeit wieder besser wurde. Kommen wir jetzt aber zu dem Kritikpunkt, wo ich dann doch sagen muss, dass es schade ist, dass das in der Adaption dann so anders gestaltet wurde. Was wiederum aber auch verständlicher ist, wenn man um die Ecke denkt. Es geht mir da nämlich um den Tod von Lämmchen. Das ist ja nun wirklich eine neue Erfindung von der Adaption. Aber wenn man sich Kaias Leben jetzt nochmal vor Augen führt. Es war ja nun wirklich so, dass sie nie über ihr eigenes Leben bestimmen konnte. Von der Zeit, wo sie dann nur noch Beauregard hatte, wollen wir ja gar nicht erst reden.
Am Ende wollte Kaya eigentlich doch wirklich ein Leben führen, was alleine ihr gehört, ohne dass es irgendjemanden gibt, der sie dazu zwingt oder der ihr Ratschläge gibt, dass sie dies, das und jenes tun muss. Und ich glaube, mit Lämmchens Tod wollte man das Ganze einfach nochmal ein bisschen untermalen und noch dramatischer gestalten. So hätte Kaya dann am Ende ja tatsächlich nur noch Lysop, welcher aber in die große weite Welt hinausreist. Und da blieb ihr ja am Ende wirklich keine andere Wahl, als wirklich dann auf sich selbst zu hören. Und hier würde mich auch interessieren, was ihr von dieser Änderung gehalten habt. Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Als Fazit kann ich also sagen, ich war von der ersten Sekunde an begeistert von der Serie, welche meiner Meinung nach die Piratenfilmreihe Fluch der Karibik, von der ich auch ein sehr, sehr großer Fan bin, bei weitem hinter sich lässt. Denn ich finde auch, dass sie einfach mal Bock darauf gemacht hat, dass man sich sowohl die Serie mehrmals anschauen könnte, aber auch den Anime und den Manga nochmal obendrein. Ging es euch auch so? Wenn ja, dann ab damit in die Kommentare. Zum Schluss bleibt dann nur noch eine Frage offen, nämlich, wo bleibt die zweite Staffel? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Like und euer Abo freuen und werft auch sehr gerne einen Blick auf meine anderen Projekte. Bis zum nächsten Mal.